Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich könnte durchs Fenster schauen, glaube ich, ne? Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Dann könnten wir die vielleicht Das, was man mit. hier in der Region offenbar als allumfassende Erste-Hilfe-Maßnahme ansieht. Das, was man. Ah, okay. Mit Wodka putzen. Nee. Dann gehen wir mal durch die Tür. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, aber es geht schon. Man muss nämlich, wenn ich mit irgendwas interagieren will, wähle ich das erst aus und dann wähle ich aber nochmal, was ich genau machen will. Ein Kompass. Der nach Süden zeigt. Der Knopf muss irgendeine Funktion haben. Nur welche? Naja, es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Die Betriebsanleitung lesen. Passiert nichts. Passiert nichts. Sind das auch Knöpfe hier? Ein kleiner Metallstift. Metallstifte. Ein kleiner Metallstift. Vier kleine Metallstifte und ein Knopf. Sonst noch was? Nee. Na gut. Können wir jetzt momentan noch nichts machen. Schauen wir uns mal die anderen Objekte noch an. Da war noch so ein alter Filmprojektor oder sowas. Ein 8mm Filmprojektor. Uralt, aber für sein Alter und die alles andere als fachgerechte Aufbewahrung noch durchaus passabel erhalten. Ohne Strom funktioniert der nicht. Ohne Strom funktioniert der nicht. Eine Feuerstelle. Soll ich mal mit der Schaufel drin rumstochern einfach? Scheinbar nicht. Schade. Ein kleines Stück Alufolie. Alufolie. Okay. Nichts Besonderes zu erkennen. Ist aber auch stockdunkel. Stockdunkel. Ich hätte Streichhölzer. Nee. Na gut. Ja, hallo Katze. Was ist denn los? Da liegt noch ein Stuhl. Was ist das da? Glasscherben. Ich überlege gerade, ob eine Scherbe eigentlich immer kaputt ist oder ob es auch heile Scherben gibt. Ich werde die Frage mal meinem ehemaligen Philosophieprofessor stellen. Ich meine, wenn eine Scherbe kaputt geht, werden noch mehr Scherben draus. Aber für sich genommen ist jede Scherbe eine ganze Scherbe. Würde ich sagen. Nehmen wir eine mit auf jeden Fall. Und jetzt kombiniere ich die Scherbe mit der Alufolie. Ich habe die Folie mal um die Glasscherbe gewickelt. Klar, kann ja nie schaden. Ist auch das Erste, was mir einfallen würde. Warum nicht? Okay, jetzt haben wir eine Glasscherbe mit Alufolie umwickelt. So weit, so gut. Was habe ich hier? Mal schauen, ob ich was... Ah, hier. Habe ich tatsächlich was übersehen. Ein Lappen. Ein alter Lumpen. Nehmen wir den alten Lumpen auch mal mit. Kann ich jetzt das noch alles... Nee, kann ich nicht. Ah! Der Lappen ist durchtränkt. Ja, natürlich ist der Lappen jetzt durchtränkt. Und den legen wir jetzt in den Kamin nämlich. Vielleicht. Und zünd den an. Oder ich putze damit die Fenster. Das macht gar keinen Sinn. Aber ich wüsste nicht, was sonst. Schauen wir mal. Vielleicht funktioniert er wirklich. Dass ich den alten Lumpen anzünde. So nicht? Nee, geht doch nicht. Okay, ich habe mir gedacht, könnte es sein, dass die Alufolie vielleicht irgendwie mit dem Magneten interagiert und ich so die Kompassnadel bewegen kann? Ich glaube eigentlich nicht. In Wirklichkeit, oder? Aber ich versuche das mal. Aber warum dann die Glasscherbe? Das macht nicht wirklich Sinn. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal. Nee. Hätte ja sein können. Dann hauen wir das Ganze mit der Schaufel ein. Nee, auch nicht. Lappen mit Fenster. Also doch wirklich das Fenster sauber machen. Ich habe das vorher als Scherz gesagt. Nee.
Ach so, den Lappen. Nee, ist auch nicht so. Genau, zumindest im Chat dabei, das ist cool. Aber ich kann das Fenster mal noch durchsuchen. Die kleinen Fenster sind völlig verdreckt. Ja, es klingt schon so, ne? Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Vielleicht von außen. Das würde sogar Sinn machen, dass ich die eher von außen als von innen sauber machen muss, ne? Schauen wir mal. Weil dann ist es heller und dann sehe ich, was im Kamin ist. Oder irgend so ein Blödsinn. Als brave Hausfrau kenne ich natürlich meine Pflichten. Fertig. Oh Gott, ey. Vielleicht noch Essen kochen? Kann ich das Fenster auch sauber machen? Nee. Na, dann gehen wir mal wieder rein, wo es jetzt bestimmt heller ist. Der Projektor wird jetzt beleuchtet. Sollen wir uns den nochmal anschauen, aber ohne Strom? Ein 8mm Film. Geht der trotzdem nicht, wahrscheinlich. Ohne Strom funktioniert. Geht's wirklich nochmal zum Kamin? Vorher meinte sie ja, es ist zu dunkel, um was zu sehen. Vielleicht ist es jetzt heller. Nichts Besonderes zu erkennen. Ist aber auch stockdunkel. Nee, scheinbar hat das nicht gereicht, um hier Licht zu machen. Ich möchte mal auf B diese Bildschirme verlassen, aber es geht gar nicht. Die Alufolie irgendwo benutzen. Danke, guter Tipp, Marilyn. Mach irgendwas mit Alufolie. Soll ja gut gegen Alien-Gedankenkontrollstrahlung helfen, Alufolie. Aber sonst... Der Kompass. Ich gehe mal noch mal raus. Schauen wir uns draußen noch mal kurz um. Aha. Hier kann man nämlich auch noch lang gehen. Ein Weg. Schauen wir mal, wo der hinführt. Ums Haus rum. Ein Generator. So, so. Jetzt pass auf, ich nehme mal den Schlauch. Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Ups, was, was? Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Der Zahn der Zeit hat kräftig daran genagt. Große Risse oder Löcher sind aber keine zu sehen. Na dann. Gut. Sieht aus wie ein Gartenschlauch. Ein Schlauch. Okay. So weit, so gut. Ein alter Trinkwassertank. Ein alter Trinkwassertank. Ein Generator für die Stromversorgung der Hütte. Offensichtlich ist kein Treibstoff mehr drin. Wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wo steht denn mein Auto? Warte mal, da ist noch was. Eine Öllampe oder so. Da ist auch noch was. Spule. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Ein bisschen Petroleum scheint noch drin zu sein. Vielleicht kann ich mit dem Schlauch... Ne, keine Ahnung. Vielleicht nehme ich die Lampe einfach. Alufolie am Generator... Momentan nicht. Alufolie am Fenster außen. Was? Damit komisches Licht gebrochen wird, oder wie? Jetzt wartet mal. Jetzt haben wir erstmal die Petroleumlampe. Damit können wir den Generator auffüllen. Hoffe ich, vielleicht. Ich glaube kaum, dass ein Dieselgenerator mit Petroleum funktioniert. Ach so. Außerdem ist sowieso kaum noch was in der Lampe. Na gut, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Habe ich da gerade einen Puma schreien gehört? Und was passiert, wenn ich in den Urwald gehe? In den Urwald, naja, ein bisschen übertrieben vielleicht. Das Birkenwäldchen. Wow, nochmal ein ganz neuer Bild. Wow, hier sind ja voll viele Wege noch. Dann schauen wir uns mal die Felgen an.
Die haben wirklich alles mitgenommen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Nur zwei kleine Muttern sind noch übrig. Und die werden jetzt von mir geklaut. Zwei kleine Muttern, die kann ich bestimmt beim Kompass auf zwei von den kleinen Dingis plubimsen. Wahrscheinlich. Hier haben wir noch einen Tank. Es scheint noch ein bisschen Diesel drin zu sein. Ja, da ist der Schlauch schon mal gut. Jetzt bräuchte ich dann wahrscheinlich noch irgendwie ein Gefäß, ne? Ich hätte hier eine Lampe, wenn das hilft. Nö. Ohne Benzintank kommen wir nicht weit, befürchte ich. Wow, was für ein Monster. Kanister. Ich frag mich nur, wie der hierher gekommen ist. Naja, dann gehe ich mal den Weg noch weiter nach hinten, würde ich sagen. Schauen wir da mal noch. Würde der Generator nicht vielleicht auch mit Wodka laufen? Das muss die sein, zu der die Transip eigentlich fahren sollte. Ob sie jemals dort angekommen ist? Die Anlage ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Sogar mit eigenem Rollfeld. Bestimmt ist sie auch ähnlich eindrucksvoll gesichert. Da reinzukommen kann ich wohl vergessen. Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da überhaupt rein will. Nach all dem, was ich über die Anlage und den Ort, auf dem sie errichtet wurde, gehört und gelesen habe. Trotzdem, die Station strahlt eine gewisse Faszination aus. Keine positive Faszination, aber je länger ich mir die Anlage ansehe, desto mehr bekomme ich eine Gänsehaut. Ich sollte mich wieder auf den Weg zurück machen. Es bleibt noch eine Menge zu tun und ich weiß immer noch nicht, welches Geheimnis aus der Vergangenheit meines Vaters sich hier verbirgt. Eine Insel? Der Fluss stürzt hier bestimmt 30 Meter in die Tiefe. Ein beeindruckendes Schauspiel. Irgendwie, wenn ich solche Bildschirme sehe, muss ich seit Death Stranding immer an Death Stranding denken. Weil meine Überlegung sofort quasi ist, automatisch, welchen Weg schlage ich jetzt ein? Will ich wirklich durch den Fluss, aber der klingt irgendwie ziemlich reißend, oder seile ich mich hier ab und gehe durch das neblige Tal, wo die nebligen Wälder sind, oder versucht man hier entlang vielleicht irgendwie einen Weg zu finden, damit man gar nicht erst runter und auf der anderen Seite wieder hoch muss. Cooles Spiel einfach, Death Stranding. Naja, zurück mit uns. Hier wird nichts gedeathstranded. Hier wird zurückgelatscht. Lappen anzünden und einen Kamin verwenden. Das habe ich schon versucht. Das hat nicht funktioniert. Also wir haben jetzt hier keinen Kanister. Ansonsten könnte ich hier schon mal Benzin. Wodkaflasche? Ja, die ist leer anscheinend. Da ist ja noch einiges an Wodka drin. Oh. Wenn ich den einen Sprit haben will, muss ich wohl oder übel den anderen Sprit loswerden. Na zdarovje. Ach, wir trinken den Wodka einfach. Wohl etwas außer Übung. Auch nicht schlecht. Ach so, die Lampe, nicht den Lappen. Entschuldigung, habe ich falsch gelesen. An die Lampe habe ich auch schon gedacht, ja. Okay, jetzt haben wir... Diesel aus dem alten LKW. Diesel. Soll ich den Schlauch nochmal mitnehmen? Ich habe den Schlauch in den Tank gehängt. Nee, nehmen wir nicht mit. Na dann. Gut, dann dürften wir vielleicht den Generator wieder anwerfen können. Zumindest mal betanken. Dadurch, dass ich die Spule einzeln anklicken kann, befürchte ich fast, dass da noch irgendwas kommt. Aber jetzt hauen wir erstmal den Wodka in den Tank. Also den... Nee, ihr wisst schon. Das nenne ich noch echte Wertarbeit. Nach über 50 Jahren funktioniert er immer noch wie am ersten Tag. Wenn ich mich richtig erinnere, dann hat das Teil was mit Magnetismus und Stromerzeugung zu tun. Kann ich jetzt vielleicht... Nee. Kann ich die vielleicht... magnetisieren? Ich halte mal beide Muttern in die Nähe der Spule. Aber besser nicht zu dicht dran, sonst bin ich Trost. Sie sind anscheinend dadurch magnetisch geworden. Aha. Die Mutter ist magnetisch aufgeladen. So etwas soll es geben. Gut, dann haben wir jetzt magnetische Muttern für den Kompass. Ich weiß noch nicht genau, wo das hinführt und was das eigentlich soll, aber gut, würde ich sagen. Genau, die Lampe beim Kamin. Jetzt versuche ich das mal mit der Folie außen am Fenster, aber das geht nicht. Aber gut, jetzt habe ich zwei Anhaltspunkte, die wir versuchen. Die Muttern zum Kompass, die Lampe in den Kamin. Hier ist es hell genug und ich will nicht unnötig... Ja, ich hab schon verstanden. Aber hier ist es nicht hell genug. Ich werde die Lampe mal anzünden.
Tada! Und jetzt? Ich kann nichts Besonderes entdecken. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Na schön. Durch die Alufolie ist die Scherbe jetzt nicht mehr durchsichtig. Eine nicht mehr durchsichtige Scherbe. Soll ich mal mit dem Lappen? Ja. Träumen lassen, dass ich mal einen Kamin von innen sauber mache. Da stehen Zahlen, die vorher vom Ruß verdeckt waren. Die schreibe ich mal auf, vorsichtshalber. 3, 10,5, 6. Moment, 10,5, 6 war das, oder? Ja. 7,5, 3, 10,5, 6. Warum nicht? Okay. Vielleicht muss ich mir den Kompass wie eine Uhr vorstellen und muss die Zeiger dementsprechend einstellen, damit die wie bei einem Safe so, ne, die Zahlenschlosskombination Dingens hier, ne? Ihr wisst schon. Fangen wir an mit 7,5. Das dürfte sogar relativ leicht funktionieren, indem ich einen hierhin und einen hierhin mache. Und jetzt den Knopf drücke wahrscheinlich. Seltsam. Offenbar bewegt sich die Kompassnadel erst, wenn ich den Knopf drücke. Ich scheine einen Mechanismus ausgelöst zu haben, aber noch ist nichts passiert. Gut, den nehmen wir wieder weg. Dann machen wir 3. Dann 10,5. Ich mag so Spiele, wirklich. Ich mag so Point-and-Click-Adventure. Solange die Rätsel irgendwie cool und sinnvoll sind, gefällt mir das echt ganz gut. Einigermaßen sinnvoll. Einigermaßen. Reicht schon. Und 6. Tja. Tada! Ein Geheimfach. Ein Geheimfach. Da liegen ein paar alte Dokumente und eine Filmrolle drin. Ich werde mir die Unterlagen gleich mal anschauen. Vielleicht sind die ja noch von meinem Vater. Ja, ja. Ich meine, das Handy auf die Katze kleben, ja, und die Ratte in die Hosentasche stecken. Dass die Expedition von 1958 anscheinend keine Erklärung liefern konnte, warum sich das Pflanzenwachstum hier seit der Katastrophe von 1908 so stark verändert hat. Auch der von Regierungsseite erhoffte Fund eines Meteoriten als Ursache für die verheerende Explosion blieb aus. Daher konnten weder mein Vater als Expeditionsleiter noch der Biologe Ken Morangi zu einem eindeutigen Schluss kommen. Was von offizieller Seite anscheinend gar nicht gern gesehen wurde. Oh, und von Oleg ist hier auch kurz die Rede. Aber anscheinend war er nicht sonderlich wichtig. Das sollte ich ihm besser nicht erzählen. Jahre später untersuchte mein Vater als Geologe an der Akademie der Wissenschaften in Moskau ein seltsames Metallstück, das in der Tunguska-Region gefunden wurde. Er konnte dabei dessen nicht-irdische Herkunft nachweisen, was der Meteoritentheorie neuen Aufschwung gab. Allerdings entdeckten er und sein Kollege Manuel Perez bei weiterführenden Analysen Spuren, die auf eine Bearbeitung des Materials hinwiesen. Als sie ihre Entdeckungen in der Kalenko-Expertise veröffentlichen wollten, wurde diese völlig überraschend zurückgewiesen und man untersagte ihnen jegliche weitere Untersuchung des Gesteins. Als mein Vater trotzdem weitere Nachforschungen über die Vorkommnisse in der Tunguska-Region anstellte, warf man ihn daraufhin sogar aus der Akademie der Wissenschaften. Die letzten Eintragungen sind dann von 1977. Offenbar haben er und Manuel Perez sich auf eigene Faust in die Tunguska-Region begeben. Sie hofften, hier weitere Bruchstücke des seltsamen Materials zu finden, um ihre Untersuchungen weiterführen zu können. Mit welchem Ziel und was daraus geworden ist, steht hier aber nicht. Außerdem würde mich brennend interessieren, was mit diesem Bruchstück los ist. Einerseits wohl nicht irdischen Ursprungs, andererseits wurde es bearbeitet. Das würde bedeuten... Der alte Ewenke hat doch auch was davon erzählt, dass sein Sohn irgendein Metallstück im Wald gefunden hatte und dann plötzlich verschwand. Würde ja dazu passen, dass mein Vater aufgrund seiner Analyse sogar von der Akademie der Wissenschaften verwiesen wurde. Hoffentlich finde ich auf der Filmrolle noch ein paar Antworten.
Herdchen überall. Ich meine, dass Leute mit ihren zahmen Ratten durch die Gegend laufen, ist ja ganz normal. Aber in dem Rätsel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, musste man eine wilde Ratte fangen und dann eine kleine Schnur um die Ratte binden, damit man die abseilt, damit die unten der andere losbindet und in die Hosentasche steckt und damit rumlatscht. Ja. Das ist super. Okay. Gut. Es ist also nicht nur irgendein Alienstein, mit dem man Tiere kontrollieren kann, sondern scheinbar auch noch irgendwie ein Anzeichen von außerirdischer Intelligenz, der unbedingt verschleiert und verheimlicht werden sollte. Schalten wir mal den Projektor an, auch wenn ich nicht weiß, warum, weil da ist nicht mal ein Film drin offensichtlich. Aber gut. Da ist keine Filmrolle drin. Das sag ich doch. Ah, warte mal. Ich habe jetzt eine Filmrolle. So, jetzt wäre es aber wahrscheinlich gut, wenn kein Licht mehr da wäre, oder? Aber jetzt ist schon Licht da. Die Birne ist durchgebrannt. In dieser Einöde eine Ersatzbirne zu besorgen, wird wohl nichts. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Deswegen brauchen wir Sonnenlicht. Jetzt nehmen wir die Folie und die Scherbe. Ja, das müsste funktionieren. Da es hier drin ja recht dunkel ist, sollte der mit der Spiegelscherbe verstärkte Sonnenstrahl als Lichtquelle ausreichen. Das stelle ich einfach mal nicht in Frage und los geht's. Cool. So, Manuel, die Kamera läuft. Ich muss aber noch mal wohin. Komme gleich wieder. Manuel? Manuel! Ein Blitz? Oder Wetterleuchten? Und was war plötzlich mit diesem Manuel Perez los? Hörte sich nach einer Explosion an. Ich sollte mal nachschauen, was da los ist. Aha. Sieht so aus, als sei die halbe Station in die Luft geflogen. Oh, die kaputzen, gesichtslosen Knochenhandmenschen, die telepathisch mit mir Kontakt aufnehmen. Um mein Gehirn gleich zum Platzen bringen. Los, los, bewegt eure Arsche! Die Eindringlinge müssen doch ganz in der Nähe sein. Die kriegen wir! Ausschwärmen! Mich aber dann in Ruhe lassen. Was war das eben? Fühlte sich an, als ob jemand in meine Gedanken. Da vorne ist jemand! Schnappt sie euch! Verdammt, ich muss hier weg. Aber echt, ey. Voll die Action hier. Danke, das war knapp. Kein Problem. Ich habe dir doch gesagt, dass ich dich auffangen werde, wenn du mal am Abgrund stehst. Was ist denn überhaupt passiert? Wir haben nur gesehen, dass Teile der Forschungsstation in Flammen standen. Und dann war plötzlich alles voller Soldaten. Viel mehr weiß ich auch nicht. Da waren plötzlich zwei seltsame Gestalten, die wie aus dem Nichts vor mir auftauchten. Vom FSB? Nein, das waren keine Agenten. Ich bin mir nicht mal sicher. Es hört sich vielleicht blöd an, aber ich weiß nicht mal, ob es überhaupt Menschen waren. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war eigentlich eher ein Gefühl, das sie bei mir verursacht haben. Was wollten die denn? Haben sie was gesagt? Sie haben nicht wirklich gesprochen. Es waren viel mehr Stimmen in meinem Kopf. Es war, als ob sie nach einer Antwort suchen würden. Was für eine Antwort? Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl beschreiben soll. Erst war es, als ob mein Kopf explodieren würde. Solche Schmerzen habe ich noch nie erlebt. Und dann wusste ich auf einmal,
dass ich ihnen alles sagen wollte. Es war plötzlich so klar. Du hast ihnen alles verraten? Nein. Bevor ich irgendwas sagen konnte, kamen die Soldaten. Und die beiden Gestalten verschwanden genauso plötzlich, wie sie gekommen waren. Wo fliegen wir eigentlich hin? Sergej hat mittlerweile rausgefunden, dass dein Vater nie in Moskau war. Es sieht also fast so aus, als sei die ganze Reise nahezu vergeblich gewesen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin mir sicher, dass mein Vater aus irgendeinem Grund entführt wurde, der mit dieser Tunguska-Katastrophe zu tun hat. Wieso? Ich habe alte Unterlagen meines Vaters gefunden. Wenn ich die nicht völlig missverstanden habe, dann war er irgendeiner ganz großen Sache auf der Spur. Und ich habe einen Namen. Manuel Perez. Er war damals dabei. Und wir wissen ja auch ungefähr, wo er sich jetzt aufhält. Ja, in einer Klapsmühle auf Kuba. Tolle Spur. Aber einen Versuch wäre es wert. Und wir haben ja auch noch einen zweiten Namen auf der Liste. Diesen irischen Biologen Ken Boranji. Stimmt. Ich weiß, dass ich von euch beiden schon unendlich viel verlangt habe. Und tief in eurer Schuld stehe. Und ich könnte gut verstehen... Hör auf zu schwafeln. Wie ist dein Plan? Du nach Kuba, ich nach Irland? Das würdest du wirklich? Du kannst dich ja mal bei Gelegenheit revanchieren. Mit einem heißen Kaffee zum Beispiel. Max, du bist ein Schatz. Vergiss das nur nie. Ich würde auch lieber nach Irland statt nach Kuba, wenn ich hier aussuchen könnte. Also hauptsächlich wegen dem Klima. Ich mag es lieber Oleg, kalt. Ich bin sonst nicht so. Aber was soll ich machen? Außer euch beiden habe ich keinen, der mir helfen könnte. Und wenn mein Vater... Ist schon okay. Wir helfen dir gerne, ehrlich. Also mach dir um uns keine Sorgen. Konzentrier dich lieber auf deinen Vater. Ja, okay. Die Nervenklinik haben wir ja schon mal gefunden. Bleibt nur zu hoffen, dass dieser Perez noch hier ist. Warum sollte er nicht? Ich muss jetzt aber erstmal ein paar Formalitäten erledigen. Kommst du so lange ohne mich zurecht? Klar. Die 20 Meter bis zum Empfang kriege ich auch alleine hin. Geh ruhig, ich komme schon klar. Gut, dann bis später. Und jetzt stolpert sie an der Bordsteinkante und stirbt. So, ich kann nichts machen. Ich kann jetzt auch jederzeit zu ihm wechseln, der in Irland rumsteht wahrscheinlich. Dieser Morangi muss hier irgendwo in der Nähe wohnen, wenn er noch lebt. Hoffentlich können mir die Einheimischen weiterhelfen.